Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Vernaschte Welt Snackbox, die ich hier habe. Diese sollte jetzt die Februar-Version sein, die wir gleich zusammen auspacken werden. Und mal schauen, aus welchem Land die Snacks, Süßigkeiten und Getränke sind. Damit viel Spaß und bis gleich. Ja, dann würde ich sagen, wir öffnen doch mal die schöne Kiste und schauen mal rein. Dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Spanien. Sieht schon mal sehr interessant aus. Eine Karte. Hier eine Karte aus Spanien. Ist mir scheint etwas überbelichtet. Steht leider nicht drauf, von welchem Ort. Und hier das obligatorische Buch. Oder Heft, besser gesagt. Welches wahrscheinlich zeigt, was alles drin ist. Genau. Hola, ihr Naschkatzen. Willkommen im Land der Herzlichkeit. Edbania. Sonnige Tage, kulinarische Speisen und musikalische Höhepunkte sind hier Standard. Legt alles zur Seite, verschiebt die Siesta und genießt die Reise durch die Kulturhochburg Spanien. Wir haben hier diverse Leckereien, die auf euch warten. In diesem Sinne, olé! Genießt den Kurztrip in die weite Welt, Vernasche Spanien. Dein Vernaschte Welt-Team. Hauptstadt Madrid, Amtssprache Spanisch, Einwohnerzahl 46,94 Millionen, Währung Euro und typisch Spanisch, Sonne, Paella und Siesta. Das sieht so aus. Und auf den nächsten Seiten noch etwas mehr zu Spanien selbst. Routenplan, Fun Facts. Die Fun Facts könnten wir uns noch durchlesen. Spanien heißt übersetzt Land der Kaninchen. Mit 1656 Rolltreppen ist Spanien das Land mit den meisten Rolltreppen im U-Bahn-System. Als Silvesterverbrauch vernaschen die Spanier zu jedem Glockenschlag eine Weintraube, das vor allem Glück bringen soll. In Spanien gibt es nicht die Zahnfee, sondern die beliebte Zahnmaus. Ratoncito Pérez. Okay, interessant. Es ist offiziell erlaubt, den König und die Nationalhymne auszubuchen. Lulis sowie die Firma Chupa Chups wurden in Spanien erfunden. Und es wird noch besser. Salvador Dali hat dessen blumiges Logo kreiert. Und ein Routenplan. Und dann gibt es hier noch, was alles drin ist. Eine ganze Liste. Genau, ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr länger und schauen uns einfach mal die Snacks an. Fangen wir mal an mit den Mickey Mouse Kids. Disney Kitchen Junior. So sieht die Verpackung aus. Sieht mir irgendwie nach Chips aus. Ist es das wahrscheinlich auch? Öffnen wir das Ganze mal. Das sind Chips. Chips in Mickey Mouse Form. Nichts Besonderes irgendwie. Schmecken irgendwie, glaube ich, nach Mais. Könnten Maischips sein. Steht leider natürlich alles auf Spanisch oder Englisch. Cornmeal. A Cheese Flavor. Potato Maltodextrin. Also Chips mit Käsegeschmack.
kann man essen, sind sie eigentlich ganz gut. Mediterranes Lay's Chips, Classic Originals mit Olivenöl, Glutenfrei. Eigentlich auch nichts Besonderes, könnte man meinen. Ich muss da aufpassen, dass ich hier nicht mein ganzer Schreibtisch versaue. Ich muss ja sagen, ich war schon mal in Spanien, also besser gesagt in Barcelona. In Spanien, also die Stadt Barcelona, fand ich noch recht cool. Und auch interessant. Und spanisches Essen ist eigentlich eh meistens gut. Ganz normale Chips eigentlich, wie man sie kennt, nichts Besonderes. Mit Olivenöl. Gesalzen, ganz normale Chips. Cheetos, auch nochmals Chips oder etwas ähnliches. Leider ist hier ein Kleber drauf und vernascht die Welt, deshalb kann ich den Text nicht ganz lesen. Das sieht so aus. Wenn sie Cheetos heißen, nehme ich mal an, dass sie etwas mit Käse zu tun haben. Snack di Mais al gusto formaggio. Also wahrscheinlich Mais-Snacks mit Käsegeschmack. Ja. Riecht der nach Käse? Sehen so aus, so kleine Bällchen hier. So. Kleine runde Bällchen. Haben eine Konsistenz wie Flips, könnte man sagen. Sind auch ganz lecker. Bisher die Chips begeistern mich. Haben wir noch etwas Salziges hier drin? Nee, sieht mir nicht so aus. Gut. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Kurz mal was zu trinken geholt und einen Teller. Vielleicht sollte ich mich auch vorher vorbereiten dafür, aber soll's. Weiter geht's. Ein Rice Krispies, Riegel von Kellogg's, der so aussieht. Leider etwas überbelichtet, tut mir leid. Rice Krispies mag ich jetzt nicht unbedingt so, aber mal schauen. Riecht speziell. Ist nicht unbedingt mein Favorite. Kann man essen, ist nicht schlecht. Aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt sehr gut. Also von daher, ja, lasse ich das mal. Dann haben wir hier Dulcesol Flaminguitos. Sieht mir irgendwie aus wie eine Roulade. Und sehr süß. Mal schauen. Hier steht sogar auf Deutsch geschrieben: Süßwarengebäck mit Sahne gefüllt.
Okay, wow. Coole Beschreibung. Kann man viel mit anfangen. Ja, dann hat man hier einfach nochmal eine kleine Verpackung. Nichts Besonderes, einfach die Verpackung in klein. Mal schauen, wie es schmeckt oder aussieht. Das sieht sehr süß aus. Ja. Sieht sehr süß aus. So pink umrandet mit Zuckerguss oder irgend sowas. Riecht nach Himbeeren, glaube ich. Steht leider natürlich nichts Genaueres drauf. Nein, leider nicht. Mal schauen, wie es schmeckt. Sehr, sehr fluffig. Erinnert mich wirklich sehr an Rouladen. Einfach mit Sahne drin und mit Zuckerguss draußen. Umhüllt. Ist sehr süß, aber eigentlich ganz lecker. Das behalte ich mal für später. Würde ich bestimmt aufessen. Dann haben wir hier Maltese Cake Bars New. Cakes with Crunch, 5 individual wrapped, 5 Stück Malteser Riegel, die anscheinend neu sind, vielleicht aber auch nur in Spanien neu sind. Öffnen wir die Verpackung mal und schauen mal rein. Auch hier wieder ein Multipack. Da hier so kleinen Riegeln. Die offensichtlich leider schon etwas warm geworden sind. Ja. Bodenheizung ist nicht gerade das Beste, wenn man das Paket auf den Boden stellt. Sieht jetzt leider so aus. Wäre eigentlich mit Schokolade überzogen. Also das Innere hier, keine Ahnung, ob man es genau sieht. Der Teig oder was auch immer es ist drin, fühlt sich an wie bei diesen Flamingoitos. Dann hat es Maltese oben drauf mit Schokolade überzogen. Finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt wirklich sehr lecker. Und ist mir ehrlich gesagt auch wieder fast schon zu süß. Mal schauen, vielleicht verschenke ich die in der Familie weiter. Auf jeden Fall werden sie gegessen. Von irgendjemandem schon. Dann haben wir hier Lacasitos White. Chocolate Blanco. Sieht mir etwas aus wie spanische M&M's. Könnte man fast so sagen. Haro con Chocolato Blanco.
öffne ich einfach mal. Ja, öffne ich einfach mal. So. Riecht nach weißer Schokolade. Ganzen sehen so aus, so ganz kleine, runde, weiße Dinger. Okay, das mit dem Licht muss ich irgendwie noch etwas regeln, das ist einfach überbelichtet. Hat vielleicht etwas an M&M's oder aber von diesen weißen Schokodrops, die man vielleicht auch kennt. Nichts Spezielles. Weiße Schokoladendrops. Gut. Ich nehme mal kurz einen Schluck Eistee. Dann haben wir noch Mini Jelly Octopus. Sieht etwas aus wie die sauren Würmer, die man hier kennt. Einfach in Octopus-Form. Die werden bestimmt lecker sein, denn ich liebe diese sauren Dinge. Okay, die sehen richtig lustig aus. Vielleicht schaffe ich es irgendwie zu zeigen, wie sie aussehen. Hier so kleine Oktopusse mit Zucker überzogen. Ja, schmecken eigentlich genau gleich wie diese sauren Würmer, die man hier kennt. Einfach in Oktopusform, finde ich gut. Werden auch gegessen. Und dann haben wir hier noch zuletzt eine Dose Muy Nuestro. Und das ist der 1956 Cas Limon. Intenso Sabor Citrico con Gas. Eine Limo-Dose. Prozent Anteil an Limonade wahrscheinlich. Mal schauen, wie es schmeckt. Riechen tut es zumindest etwas wie Sprite. Für alle, die es kennen. Wow. Viel Kohlensäure. Sehr zitronig. Fast schon wie das Zitronenextrakt, das man zum Backen braucht. Und wirkt, riecht wirklich etwas wie Sprite. Kann man machen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Kalt wäre es wahrscheinlich noch besser. Wird auf jeden Fall getrunken. Und dann haben wir auch schon die Box geleert. Hat nichts mehr drin, werde Teil unserer Community. Hashtag vernascht die Welt. Somit gehen wir rüber ins Heft und schauen uns mal an, was bei der Beschreibung der verschiedenen Produkte heißt. Lasacito White, also diese kleinen weißen Drops hier,
Wohl eher Leckeritos, leckere Drops umhüllt und gefüllt mit weißer Schokolade. Ja, hat man gemerkt. Dann haben wir hier gleich schon mal die Limonade, die Cass Limon, Nesti, Maracuja oder Cass Limon. Ah, hätte hier eine Auswahl gegeben zwischen Nesti, Maracuja und oder Cass Limon. Man hier sieht, entweder das hier oder das hier. Ich habe die Cass Limon bekommen. Das andere wäre erfrischender Eistee mit Maracuja-Geschmack. Das wäre bestimmt interessant gewesen. Und ich habe jetzt hier die herrlich abkühlende Zitronenlimonade. Spaniens fruchtigsten Durstlöscher. War lecker. Kann man trinken, bestimmt leckerer, wenn es kalt ist. Dann haben wir hier die Flaminguitos oder Pantera Rosa. Und da gab es auch zwei verschiedene. Also entweder diese Flamingos. Kann ich es gut zeigen irgendwie. Diese Flaminguitos oder den rosaroten Panther, wie man hier sieht, auf dem Blatt. Hier. Was ist rosa und schmeckt unglaublich lecker? Antwort: Flaminguitos oder Pantera Rosa. Kleine Kuchen mit Erdbeerglasur und sonnigem Kern. Habe ich gesagt, Erdbeer oder Himbeer. Sind wirklich sehr süß. Dann haben wir hier die Malteser Cake Bars. Diese hier, die ich leider nicht so lecker finde. Wie viel Uhr ist es? Genau, Cake Time. Fluffiger Kuchenriegel mit einer leichten Creme und kleinen Malteserstückchen. Buen appetito. Fand ich jetzt nicht unbedingt so lecker. Dann haben wir hier die Late Chip Mediterran mit 100% Olivenöl. Les Artesanas. No wait. Heißen die einfach anders oder? Check ich jetzt nicht. Da steht eigentlich drauf Les Mediterranas, nicht Artesanas. Aber in der Beschreibung steht hier Artesanas. Gut, wahrscheinlich haben sie die Verpackung geändert. Patatas Chips zu 100% in Olivenöl ausgebacken. Unsere mediterrane Spezialität. Dann haben wir hier den Rice Krispies Treats. Von Kellogg's, dieser Riegel mit Rice Krispies. Treat yourself well, zum Beispiel mit einem gerösteten Reismüsli-Riegel. Es sind Crispy Times. Dann haben wir hier die Muskis. Mickey Mouse Chips. Day Cheese, unsere Lieblingsmaus als Mais-Snack mit Käsegeschmack. Ende aus Mickey Mouse. Steht hier so. Dann die Cheetos. Diese kleinen runden Käsebällchen. Mit diesen knusprigen Chipsbällchen schießt du definitiv ein Geschmackstor. Cheetos vs. Hunger 1:0. Dann die Fini Octopus. Die leckeren Octopus. Sauren Dinger. Mach dich auf ein saures Wunder gefasst. Farbenfrohe Oktopusse mit fruchtigem Geschmack. Die sind wirklich sehr lecker. Kann man weiterempfehlen. Und das war's dann auch schon. Genau. Dann gibt hier noch das Zutatenverzeichnis, also was, welche Zutat in jedem einzelnen Produkt drin ist. Crashkurs Spanisch. Guten Morgen, buen dias, auf Wiedersehen, adios, Entschuldigung, Berton. Wie heißt du? Como te llamas? Sprechen Sie Englisch? Hablo inglés. Ich habe Hunger. Tengo hambre. Süßigkeiten.
Pulkes. Bis dann, hasta pronto. Ein kleines Quiz hat es hier noch drin und Rezept für spanische Tortillas. Kann ich gerne mal in die Kamera zeigen für Leute, die es nachbacken wollen. Spanische Tortillas, 35 Minuten, Zubereitung 15 Minuten, 20 Minuten Backzeit. Könnt ihr gerne backen. Und das war's dann auch schon. Jetzt habe ich hier eine kleine Sauerei veranstaltet, aber macht ja nichts. Genau, das war jetzt die Februarbox aus Spanien. Nächsten Monat gibt es dann die Mad-Box. Gibt es jetzt dreimal hintereinander bei mir. Also drei Boxen, die ich auspacken werde. Aus verschiedenen Ländern von Vernascht die Welt. Daher seid gespannt auf das nächste Land und auch die nächsten Süßigkeiten. Und damit da gesagt. Hasta pronto. Bis dann beim nächsten Mal. Wenn man ein Unboxing oder Let's Play oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.